Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blogflötenkanal. Es ist 12 Uhr mittags in Berlin und es ist so dunkel, als wäre schon 18 Uhr abends oder so. Ich glaube, das gehört einfach zum November. Aber vielleicht kann ich eure vielleicht düstere Stimmung etwas aufhellen, indem ich ein paar eurer Fragen beantworte zum Blockflötenspiel. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Also, ich beginne mal mit der Dauerbrenner-Frage nach den Anti-Heiser-Tröpfchen. Also diese Tröpfchen, die dafür sorgen sollen, dass die Blockflöte nicht so schnell verstopft. Die könnt ihr zum Beispiel bei der Firma Möck oder Mollenhauer bekommen, wenn ihr eine Blockflöte kauft oder im Blockflötenladen. Ihr könnt die aber auch selbst mischen. Dazu habe ich mal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch hier unter diesem Video. Kann man diese Tröpfchen auch für Schulflöten verwenden? Fragt mich jemand. Also für Blockflöten aus Birnbaum, Ahorn und so weiter. Und die Antwort ist ganz klar, ja, die könnt ihr verwenden. Bestimmte Blockflöten, so die sich dann Schulflöten nennen oder die zum Beispiel auch aus Ahorn sind und die sind oft innen lackiert, deshalb ölt man die nicht. Aber die Anti-Heiser-Tröpfchen, die hier in den Windkanal kommen, die könnt ihr da auf jeden Fall reinmachen. Das ist also eigentlich für alle Blockflöten geeignet. Also ganz kurz nochmal, wie gesagt, ihr könnt euch das Video dazu angucken. Diese Tröpfchen sorgen dafür, dass hier in dem Windkanal sich nicht so viel Wasser ansammelt, indem sie die Oberflächenspannung des Wassers brechen. Und ja, jetzt hat mir jemand geschrieben, ich habe gelesen, dass man dieses Wasser nicht so häufig benutzen sollte und ich habe jetzt Angst gehabt, das auszuprobieren. Ja, also nicht so häufig würde ich auch sagen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, wie oft man das jetzt ungestraft reinmachen kann. Also erstmal müsst ihr unterscheiden, ist eure Blockflöte schon eingespielt und funktioniert sie ganz normal und wird aber irgendwie zurzeit dauernd heiser, dann könnt ihr diese Tröpfchen auf jeden Fall benutzen. Wenn ihr jetzt eine ganz neue Blockflöte habt, die muss langsam eingespielt werden und sich an die Feuchtigkeit gewöhnen, da würde ich sie noch nicht einsetzen. Denn da ist es auch erstens mal normal, dass die Blockflöte nach anfänglich vielleicht 5 Minuten schon heiser wird und dann muss man das langsam aufbauen. Und außerdem ist das wahrscheinlich auch nicht so gut. Also da bin ich mir selber unschlüssig, habe mal gehört, dass sich die Blockflöte sozusagen daran gewöhnt. Aber das weiß ich nicht. Also ich mache es so. Wenn eine Blockflöte, die wie gesagt schon zu meinem Arsenal gehört hier, wenn die heiser wird, dann mache ich die Tröpfchen einmal rein und vielleicht, wenn ich merke, was weiß ich, nach einer Viertelstunde, das ist noch nicht so, dann mache ich es nochmal rein, aber dann ist es das auch. Also sollte jetzt eine Blockflöte, die ihr schon länger habt, ständig heiser werden und diese Tröpfchen ein- oder höchstens zweimal reingemacht helfen nichts, dann muss die Blockflöte mal überholt werden beim Blockflötenbauer oder im Laden oder bei der Blockflötenfirma. Nochmal zusammengefasst, wenn ihr es ein- bis zweimal macht und dann wieder ein paar Tage oder Wochen nicht, dann könnt ihr eigentlich nichts falsch machen, würde ich mal behaupten. Ja, dann kam noch die Frage dazu, empfiehlst du die Verwendung direkt vor einem Auftritt? Und wie lange wirkt es, wenn man sie einmal benutzt hat, die Tröpfchen? Ja, ich mache es manchmal vorm Auftritt, einfach zur Sicherheit rein. Vielleicht nicht gerade triefend nass, sondern sehr sparsam und natürlich immer hinterher durchpusten, sonst habt ihr ja die Tröpfchen da drin. Das ist dann auch nicht so gut. Aber ja, warum nicht vorm Auftritt? Und wie lange es wirkt, also eigentlich sollte es dann wirken. Wie gesagt, ein höchstens zweimal reingetröpfelt, dann müsste es eigentlich wirken gegen die Heiserkeit. Allerdings gibt es noch den Fall, dass ihr vielleicht schon eine Stunde lang spielt und die Blockflöte hat eigentlich die Nase voll, sozusagen hier ihre Nase voll. Und wenn ihr dann die Tröpfchen reinmacht, dann nützt das wahrscheinlich auch nicht so viel. Und ja, also die Tröpfchen sind gedacht dafür, wenn die Blockflöte wegen
Raumklima oder Wetter heiser wird. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber die letzten paar Wochen, also so seit ein, zwei Wochen geht es wieder, aber davor war es ein paar Wochen lang so, dass wirklich alle meine Blockflöten verstopft waren. Und ich dachte, das kann doch nicht an mir liegen. Und ja, also und dann plötzlich war das wieder vorbei. Also irgendwie scheint sich das schon, scheint das Klima oder das Wetter sich irgendwie auszuwirken. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, ob euch das auch so geht oder so ging vor ein paar Wochen. Ja, ich bin immer noch beim Thema Anti-Heiser. Peter hat mir nämlich geschrieben, es ist jetzt ein völlig unerwartetes Problem aufgetreten. Wenn ich das Daumenloch halb zuhalte, bildet sich sehr oft ein Wasserfilm darüber. Das Daumenloch ist damit also komplett geschlossen und es ist unmöglich, hohe Töne zu spielen. Ja, also er meint natürlich die überblasenen Töne, wo wir das Daumenloch etwas öffnen und den Daumen im Idealfall knicken. Ist mir auch schon passiert, dass die Flöte so nass ist beim Spielen, dass plötzlich ein hoher Ton gar nicht rauskommt. Also das ist statt so, so klingt. Und das ist genau das. Dann ist hier so viel Wasser angesammelt, dass das Loch eben ganz zu ist. Und was ich dann akut mache, ist total einfach. Ich puste einmal durchs Daumenloch durch. Und wenn ich, also wenn es jetzt im Konzert ist, würde ich einfach nur schnell so. Wenn ihr jetzt Zeit habt, dann würde ich sie einmal auseinandernehmen und trocken wischen da. Und Peter hat mir dann hinterher nochmal geschrieben, dass er jetzt ein bisschen Antikondenstropfen sogar hier reinmacht. Das habe ich jetzt noch nie gemacht. Aber bei ihm scheint es zu funktionieren. Aber ihr müsst, ja, denke ich mal gucken, entweder könnt ihr es auswischen, durchblasen oder die Flöte ist einfach schon zu nass. Also eine gut eingespielte Blockflöte sollte eine Dreiviertelstunde durchhalten, aber so viel, viel länger vielleicht nicht. Ja, da müsst ihr immer so ein bisschen abwägen, was tut ihr auch im Instrument an. Gut, wir kommen zur nächsten Frage. Seit einigen Monaten habe ich neben der Altblockflöte nun auch wieder Sopran und Tenor gespielt. Da habe ich jetzt eine Frage, wie ich am sinnvollsten vorgehe. Alle drei Stimmen an einem Tag oder abwechslungsweise mal nur Altblockflöte und am Folgetag Sopran üben? Was denkst du? Also, das ist natürlich subjektiv und individuell. Ich glaube, dass es gut ist, so viel wie möglich flexibel zu bleiben und so oft wie möglich beides zu machen. Also ich würde euch empfehlen, beides möglichst immer zu spielen. Also täglich oder jedes Mal, wenn ihr übt. Und natürlich könnt ihr zum Beispiel mit Sopran-Blockflöte und Tenor-Blockflöte abwechseln. Das sind ja die gleichen Griffe. Und bei einer Tenor-Blockflöte, bei der größeren, da müsst ihr euch immer wieder an die Griffe gewöhnen. Und manchmal sind die Hände vielleicht zu angestrengt. Und dann würde ich mal einen Tag oder einmal nur auf der Sopran-Blockflöte üben. Aber trotzdem auch beides beibehalten. Weil wenn man nur eine Weile Tenor-Blockflöte spielt, dann ist die Sopran plötzlich mini klein. Und dann kriegt man zum Beispiel das Daumenloch hinten nicht sauber geöffnet. Aber natürlich haben wir ein größeres Problem, wenn ihr zwischen Sopran- und Altblockflöte switcht, sag ich mal, die Leseweise. Ne? Weil dann zum Beispiel ein C auf der Sopranblockflöte, ich habe jetzt hier eine Altblockflöte, aber das C wird ja so gegriffen und der gleiche Ton in den Noten, der wird auf der Alt so gegriffen, ist klar. Aber auch das würde ich immer parallel üben, damit sich bei euch einprägt, ihr habt jetzt eine F-Flöte in der Hand und jetzt lest ihr das so und so. Das ist dann quasi wie getrennt voneinander. Das eine ist Altblockflöte und das andere ist Sopran. Da vertut man sich auch manchmal, aber man kommt rein. Also das ist jedenfalls meine Erfahrung mit Schülerinnen und Schülern, dass man immer beides am Leben behalten muss und dass es dann klappt. Ich habe noch bei niemandem erlebt, der Sopran und Alt ständig beides übt, dass es dann nicht klappt. Natürlich ist es ein bisschen schwieriger, wenn man wie die Dame hier schon eine Weile Altblockflöte spielt oder schon lang und mit der Sopran jetzt anfangen will oder wieder aufgreifen möchte, dann sind die Altblockflötengriffe natürlich präsenter, das ist klar. Aber das geht auch. Also ich, wie gesagt, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt doch bitte mal in die Kommentare. Aus meiner Erfahrung, mir ist noch niemand begegnet, der das nicht konnte dann. Also relativ mühelos auch.
Gut, um jetzt also ein Fazit zu ziehen, ja, ich würde sagen, ich übe beides gleichzeitig und lass nicht das eine wochenlang schleifen und mach dich dann wieder ran an die Sopran oder an die Alt, sondern wie gesagt, beides am besten. Dann hat Julia mir geschrieben, meine Blockflötenlehrerin und ich haben eine Frage zum Praller. Laut meiner Altblockflötenschule beginnt man beim Ausgangston, geht einen Ton hoch und dann zurück zum Ausgangston. Sie hat ein Heft, in dem man bei einem Praller einen Ton drüber startet, den angezeigten Ton spielt und wieder einen hoch und wieder zum angezeigten Ton zurückgeht. Und was ist jetzt richtig? Fragt sie. Und Antwort: beides. Es kommt darauf an, aus welcher Epoche das Stück ist, das ihr spielt. Also ganz grob gesagt, in frühbarocker Musik, da ist der Praller oder auch der Triller beginnt auf der eigentlichen Note. Es gibt immer Ausnahmen, muss ich gleich dazu sagen. Also so ganz, ganz grob, ja, ist in der Frühbarockmusik der Praller von der Hauptnote aus. Das ist zum Beispiel in Stücken von Castello, Frescobaldi, Fontana, Cima und so weiter. Und wenn ihr dann hochbarocke Stücke spielt, also Telemann, Bach, Händel, dann ist der Triller oder der Praller auch. Der Praller ist ja ein kurzer Triller eigentlich. Der ist dann eher von der oberen Nebennote aus. Es gibt aber Ausnahmen. Aber ihr könnt in 90% der Fälle davon ausgehen, dass ihr in den hochbarocken Sonaten den Praller von oben spielt. Und dann ab Mozart, Haydn und so ist er eigentlich wieder von der Note aus. Und das interessiert uns ja nicht mehr, da gab es ja keine Blockflöten mehr so richtig. Also unsere Spielliteratur geht ja so bis 1750 und dann war die Blockflöte ja lange, lange untergetaucht. Und im 20. Jahrhundert und in diesem Jahrhundert gibt es wieder wahnsinnig viele Stücke für die Blockflöte. Und da gibt es natürlich alles, ja. Da müsst ihr auf die Anweisungen des Komponisten achten, ob es von oben oder von unten oder sonst wie gespielt werden soll. So, dann die letzte Frage, die hatte Daniel an mich. Daniel hatte im Unterricht ein Stück und konnte das eigentlich sehr gut spielen, aber es gab so ein, zwei Stellen, wo er immer gestolpert ist und eigentlich nicht so richtig verstanden hat, wieso, weil seine Finger sind schnell genug und er sagt, ja, ich weiß doch, wie die Stelle geht. Und da habe ich ihm aber gesagt, kann es sein, dass du die Stelle nicht mit geschlossenen Augen nennen könntest? Also welche Töne das sind? Also seine Frage war dann, ob er die Stelle irgendwie visualisieren soll und den Fehler irgendwie, ja, sich vorstellen soll. Aber ich meinte das ganz konkret, nämlich, wenn ihr eine Stelle habt, wo ihr euch immer verspielt, dann kann man also in einem Großteil der Fälle davon ausgehen, dass ihr die schon ganz oft vielleicht gespielt habt, dass ihr auch wisst, welche schwierigen Töne da drin sind, aber dass ihr die Töne nicht auswendig spielen könntet oder nennen könntet. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil macht euch immer wieder klar, wenn ihr eine schwierige Stelle übt oder eine, die nicht klappt, ihr müsst wissen, was Sache ist. Und es nutzt nichts, da 10-mal drüber zu spielen und zu hoffen, dass die Stelle klappt, sondern ihr müsst wissen, wo genau hakt's. Und das könnt ihr nur wissen, wenn ihr genau wisst, welche Töne das sind. Also ich zeige euch mal ein Beispiel. Ich erfinde jetzt mal was, ja? Wenn ich eine Stelle hätte wie das. So, ich mache das mal in langsam, da habe ich beim ersten Mal einfach rauf und runter. Und beim nächsten Mal. Ja, und wenn ich das, ich weiß jetzt gar nicht, war das das, was ich gerade gespielt hatte? Auf jeden Fall, wenn ich das jetzt schnell mache, ich mache es nochmal schnell, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich jetzt jemand zum Beispiel so verspielt. Nämlich genau da, wo was Unerwartetes kommt, nämlich ich hatte C, D, E, F, G und zurück und beim zweiten Mal C, E, F und da ist der Sprung. Ja, und jetzt sagt ihr vielleicht, ist doch klar, also das hört man doch, da ist es anders und ne, das weiß man doch, aber geht mal hin und beguckt mal eure Stellen, eure schwierigen Stellen und mal Hand aufs Herz, ob ihr die dann
auswendig spielen könntet überhaupt oder einfach sagen, welche Töne stehen da. Ob ihr das jetzt visuell macht, dass ihr die Noten vor euch seht oder ob ihr die Griffe im Gefühl habt, das ist auch wieder individuell. Das macht jeder ein bisschen anders. Ideal ist natürlich, wenn ihr es auf verschiedene Arten angeht, ja, dass ihr überlegt, welche Töne sind da, dass ihr vielleicht vor euch seht, wie sehen die aus. Also, dass ihr überlegt, welche Töne, also die heißen so und so und so. Und zweitens, die sehen in den Noten so und so aus. Aber vielleicht seid ihr mehr ein haptischer Typ und habt ihr das im Gefühl. Und das ist der Weg, um so eine Stelle hinzubekommen. So, das waren für heute ein paar Fragen, die ich hoffentlich ausreichend für euch beantworten konnte. Falls ihr noch mehr Fragen habt, herzlich willkommen. Schreibt mir gerne in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail. Und nicht böse sein, wenn ich jetzt heute nicht alle anderen Fragen nennen konnte, denn ich habe so eine Liste, was mich riesig freut natürlich. Und das Thema Blockflöte ist ja unendlich und macht ja immer wieder Spaß. Und wie gesagt, also ich bleibe dran und schickt mir eure Fragen gerne weiterhin. Falls ihr euer Blockflötenspiel noch richtig schön vertiefen wollt und ihr seid leicht fortgeschritten, könnt einfache Tänze spielen bis zu sehr fortgeschritten, dann könnt ihr meinen Blockflöten-Online-Videokurs durcharbeiten, Blockflöte Next Level. Und das Ganze verlinke ich euch hier in der Infobox. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich über einen Daumen hoch, falls euch das Video gefällt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dahin. Tschüss.